Ob ich ihn erstmal gleich eine verpassen kann? Was meinst du? Weiß nicht, hast du vielleicht noch Granaten? Also normale Grenades? Ja, hab ich. Kannst du so weit werfen? Nee. Ah, dann nicht. Die haben noch so ein bisschen schwächtig auf dem Arm. So, lass mich auch mal überraschen, wie schnell der Typ ist. Und da hinten stehen noch seine Kumpels wahrscheinlich alle. Okay. Ja. Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. So, nee, Granate haben wir nicht mehr. Schade. So, goldene Rüstung hält ganz schön was aus. Oha, Alter. Oha. So, Blut muss aber trotzdem sein. Was ich mich tatsächlich frage, ist irgendwie, ob er so halt. Er ist aber flink. So, damit ist er draußen. Oh, jetzt aber blöde Ecke. Ist das so geworden? Das war er. Ja, cool. Guck mal. Hier ist wo der Boss. Oh. So, jetzt hängt bloß mit den anderen Spacken hier unten fest. Ja, aber die sind doch so leichtes Puder. Nicht schlecht, ha? So, hoi, aufpassen, nicht, dass ich genau eine kriege. So, wo ist der andere? Da ist der andere. Sehr schön. Ein Saphir und ein Rubin. Schön, das war auf jeden Fall eine reiche Ausbeute hier unten, möchte ich meinen. Nice. So, wie ich das jetzt so richtig gesehen habe. Ja, Punkte. Okay, müssen wir da jetzt durchklettern. Ach du Scheiße. Und wir kommen nicht durch. Ah, Mist, hätte ich voll mit Ashley mitnehmen müssen anscheinend. Das Ding. Ich muss erstmal die Wette auflösen. Das ist ja Pain. Du hast ja gewonnen. So, danke an alle Believer. Danke an alle Believer. So, diesmal auch richtig ausgezahlt. So. Yay! Hashtag Believer. Hat er gewonnen? Ja, er hat gewonnen. Mist. Boah, Melly, echt jetzt? Oh, Verrat, Alter. Verrat. Nimm dein Messer aus meinem Rücken. Oh, schön. Nein, ist ja auch vollkommen okay. Ihr könnt auch gerne gegen mich wetten. Ist ja gar kein Problem. So, wir gehen jetzt mal in die Bibliothek rüber. Und hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Bewegung hier. So, wo müssen wir hin? Hier oben haben wir einen Schatz und wir haben an der Treppe einen Schatz. Ist tatsächlich die Frage, wann nochmal. Ne, wir kommen hier gar nicht mehr hoch, ne? Wir haben die Lampe haben wir mitgenommen. Heißt also, die Tür ist zu. Oder? Ich geh einfach mal hin. Ich geh einfach mal kicken. Was soll sein? Ja, vielleicht kannst du aber auch was anderes. Ja. Obwohl, nee. Nee, ist offen. Ja. Na, Gott sei Dank hat das Spiel nicht so eine schwammige Steuerung. Macht das kaputt. Und dann war noch hier irgendwo. Wo war denn? Ach, dahinter. Und jetzt hier hochmarschiert? Da muss er rein. Benutzen. So, nicht. Wo ist Ecke? Da ist Ecke. Zap, zap. Und es sind nur... Oh, Alter, hallo, mein Freund. Na, was aber hallihallo. Schön. Und ich kann es nicht nehmen. So, na, Gott sei Dank habe ich Ordnung gehalten.
Das finde ich gut. Da muss man mal erstmal Hallo sagen hier. Stopp mal. Erstmal kurz hier mal. Jetzt eine Dreier. Ja, das ist jetzt die Frage, wie du sortierst. Kannst du dir sagen, Benni. Ordentlich. Ja, ja. Ordentlich. Ordentlich, ja. Ich würde jetzt einfach Alt drücken. Ja, ich weiß. Das reicht, glaube ich, nicht. Warte mal. Oh, warte mal. Machen wir nochmal einen Rechtsklick auf die Waffe? An Aufbewahrung? Hätte man das jetzt gleich in die Aufbewahrungsbox gehen können, ja? Oder was? So, hätte ich jetzt gedacht. Oh, da ist er. Hallo, Kuckuck. Nein, falsche Ecke. Darf ich mal kurz hier? Danke, Grün. Oh, noch einer. Ah, ist aber hier was los heute hier. Oha, der kam aber. So, steht hier noch einer? So, kurz mal einen Blick werfen. Haben wir jetzt den Schatz schon wieder verpasst? Ja, scheint so, ja. Quietscht doch schon wieder irgendwo eine Lampe. Gelber Diamant. Hammer. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Dinger sind echt viel wert. Für die Game kriegen wir richtig. So, hier haben wir nochmal so ein Schlüsselteil. Wunderbar. Flump und gib ihm. Ah, Stevie auch dazu. Ah, der alte Treasure Hunter. Oh, eine Katze. Goldlux. Können wir da was einsetzen in den Goldlux? Können wir da was einsetzen? Ich mach mal hier einen Safe. Das lief ja ganz gut. So, bueno. Mit was schießt denn das Ding? Für automatisches Gewehr. Also ich hoffe jetzt hier nicht mit denen hier, mit der Gewehrmunition, aber ich denke, ja. Das ist natürlich nicht so geil. Da musst du einfach mal, rüste doch mal aus, weil dann siehst du es doch unten, ob du noch 4 zum Nachladen hast oder ob du 37 hast. Naja, da ist natürlich die Munition in so einem Scharfschützengewehr mehr wert tatsächlich. Ich kann auch die Waffe nicht entladen, wa? Das ist blöd. Das ist blöd. So, was ist mit dir hier, Freundchen? Ja. So, wie geht's denn da hin? Achso, hier kann ich jetzt auch die Leiter runterlassen wahrscheinlich, wa? Ah, genau, stimmt. Shabam. Hammer. Okay, das ist hier vorne der Thronsaal wahrscheinlich. Aber was du jetzt noch machen könntest, wäre, dass du jetzt nochmal zum Händler runtergehst. Das Dinger, die Aufträge durchmachst. Was ist hier mit dem Hocker? Wie sieht das hier aus? Warum liegt hier der Hocker quer? Der Auftrag erfüllt, stimmt's? Ja, hat er. So, bei dem Goldlux können wir was einsetzen. Das tun wir auch gleich mal. Und. This one? Nein. Die gelben sind am meisten wert, ne? Ja. Dann holen wir mal einen raus, wa? Bam. Cool. Ja. Achso. Okay. Lass mal so. Nicht die an der Nasenspitze ablesen. Ich wusste so, Pelzi-Bücher wollen wir mal. Und Kampf der Medaillen. Und der unelegante Ritter. Hab seltene Waren. 37 Spinels, Alter. Wir können sie kaufen, Benny. Wir können sie kaufen. Na dann. Oh, und es gibt die Striker. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Die ist geil. Könnte dir das Leben retten. Die würde ich nämlich sehr gerne gegen unsere andere Schrotflinte tauschen. Das ist eine Flinte. Ich wollte gerade fragen, welche Patronen nutzt die denn? Das ist eine Schlunze. Okay. Das Coole ist nämlich, dass du halt das Magazin extrem pushen kannst. Und also ich sag mal, im Original war es so, dass du bis zu 100 Patronen reinladen konntest. Voll aufgewertet. 100 Schrotpatronen. Nie wieder nachladen. Der einzige Nachteil an der Schrotflinte. Nachladezeit. Nachladen. Komplett eliminiert. Aber du hast ja jetzt damit. Schon, also die Magazingröße ist ja jetzt schon auf 12, was ja schon krass ist, finde ich.
Ist absolut, absolut. So, aber erstmal. Wir verkaufen jetzt erstmal kurz. Wir verkaufen das Parfum, den Goldlux. Ich kaufe fast alles. Und die Schrotflinte verkauft man. Ich könnte kotzen, dass man die nicht entladen kann. Irgendwie, das ist blöd. Egal. Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Und wir kaufen die Striker. Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf deinen Gegner. Das ist der Weg, Alter. Das ist der Weg. So, okay. Rohstoffe. Warte mal, im Tuning-Bereich können wir etwas Neues machen? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Hier könnten wir so schon auf 15 hochpushen. Wissen wir denn... Ach nee. Konnte man denn vorhin sehen, wie viel Schaden die Riot Gun macht? Die macht gerade mal 6,4, aber dafür hat die eine schöne Distanzwirkung. Das ist, was ich derzeit habe. Okay. Benny, was würdest du sagen? Würdest du sagen, wir... Ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Lass mal erstmal den Händler ausreden. Wir setzen hier ein bisschen auf Angriffskraft und Magazingröße oder sollten wir tatsächlich das Scharfschützengewehr ausbauen? Weil auf das Sturmgewehr würde ich tatsächlich nicht so viel mich fokussieren wollen. Weil ich finde tatsächlich, im Scharfschützengewehr ist die Munition 1000-mal wertvoller als hier schnell rausgehauen. Das ist richtig, aber ich würde wahrscheinlich eher gucken, ob wir deine Pistole mit dem Spezialupgrade und alles, ob wir das einmal komplett durchziehen könnten. Na, wir könnten jetzt schon theoretisch Spezialupgrade holen. Ja, aber kannst du das denn auch schon Spezialupgrade quasi nutzen? Weil da ist ja ein Schloss vor. Das heißt, ich gehe von aus, du musst wahrscheinlich die Waffe komplett bis zum Full-Upgrade durchziehen. Also das Ticket kannst du so oder so kaufen, weil das machen wir ja eh. Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe einer Waffe Zugang zu deren Spezialangriff gewährt. Ah, okay. Naja, dann... Das ist halt das Geile da dran irgendwie. Okay. Na dann kannst du die Schrotte oder... Wobei die Schrotflinte, die ist eigentlich schon ganz gut. Da würde ich wahrscheinlich eher auf das Maschinengewehr, also auf das Scharfschützengewehr gehen. Ich glaube, dass du das eher nutzt als die Schrotflinte. Also ich sag mal so, dein Spielstil ist meistens Entfernung und wenn es zu nah geht, wechselst du eigentlich auf die Pistole. Selten zur Schrotflinte. Ja. Wahrscheinlich auch wegen Munition und so einem ganzen Kram und Nachladen und so einem ganzen Blödsinn. Und? Schon entschieden, welche Waffe du damit aufpolieren willst? Nein! Sag Bescheid, wenn du fürs Tuning bereit bist. Ah, und das kostet auch noch Kohle denn zusätzlich. Du hast dein Ticket, stimmt's? Sehr schön. Ah, okay. Such dir eine Waffe aus. Haben wir denn noch was zu verkaufen? Nee, ne? Na doch, wir könnten... Naja, kann jetzt mal einfach sagen, wir verkaufen das Gewehr. Würde ich auch sagen, weil das Gewehr ist, glaube ich, unnütz, weil ich glaube nicht, dass du damit einmal schießen wirst. Also blöd, wie es klingt, aber ich glaube nicht, dass du das nutzt. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Nicht einmal abgefeuert, schade eigentlich drum. Egal. Ein hervorragender Deal. Was ich mich kurz mal frage... Achso, erhöht die Munition das Doppelte. Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Okay. Was macht denn der beim Scharfschützengewehr? Erhöht die Feuerrate auf das Doppelte. Finde ich jetzt nicht so interessant, okay, tatsächlich irgendwie. Okay, lass es uns tun, weil dann haben wir tatsächlich eine relativ kräftige Wumme. Jetzt schießen wir mit 2,7. Wir wären denn annähernd an der Royd Gun dran. Okay. Let's do it! Die soll es sein, Fremder. Ach so, jetzt sind wir auf 2,4. Nee, 2,4. Achso, nee, ist ja nicht mal 2, sondern mal 1,5. Aber macht auf jeden Fall auch ordentlich Wumms. Deine Waffen sind in guten Händen. Und wir haben 100.000 noch. Keine Sorge. Hä, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, Celavi. Okay. Na dann. Bin ich nicht böse drüber. Könnte man natürlich noch in das Scharfschützengewehr ein bisschen mal drin packen, wa? Ja, klar. Dumage? Dumas ist eigentlich ganz gut, wa?
Ich würde dir am liebsten meinen Song abspielen. Damasch, Damasch! Sein Scheiß, Alter. Chat, wie seht ihr das? Angriffskraft oder Magazingröße? Wir haben jetzt eine Magazingröße von 14 Schuss im Magazin. Das ist schon ganz ordentlich für einen Scharfschützen, ne, wer? Wir könnten den Schaden noch ein bisschen erhöhen. Ja. Oder wir behalten jetzt erstmal die Kohle. Können wir natürlich auch machen. Könnten wir auch machen. Also Magazingröße würde ich wahrscheinlich eher weniger wählen. Hm. Weil du hast zu wenig Munition meistens. Du kommst noch nicht mal auf deine 14. Ja. Da würde ich eher auf Angriff gehen, also auf Damage. Hm, Mutti sagt auch Angriff. Ich würde auch zu Angriff tendieren. Ich würde es tatsächlich jetzt aber noch nicht kaufen. Okay. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Was hast du denn noch, Noid? Rezeptur, schwere Granate. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Schwere Granate. Ja, ich will mir erstmal speichern. Stirb mir da draußen nicht weg. So, zack. Safen. Weil, wenn wir jetzt nämlich in den nächsten Bereich gehen, kann es sein, dass wir gleich zu einer ziemlich fiesen Stelle kommen. Und da will ich mir immer noch die Option offen lassen zu sagen, fuck off, ich hol mir einen Raketenwerfer. Siehst du? Du willst also wieder den einfachen Weg gehen. Ne, ist nicht der einfache, ist der effektive Weg. Okay. Es ist zum Kotzen. Er hat wirklich diese 20 Schuss aus dem Magazin, ey. Die wären Gold wert jetzt. Wirklich. So, könnt mich auch tatsächlich mal immer heilen. Siehst du, da unten siehst du zum Beispiel sehr schön, wie ich drauf zeige. wie sich dein Leben maximal erhöht. Irgendwie, wenn du so eine Dreierkombination nimmst. Mhm, sehe ich gerade, ja. Let's do it. Mehr Leben ist immer gut. So. Achso, ich muss ja die Leiter hochklettern. Yeah. So, ich bin gespannt. Ich will die Red 9 jetzt in Action sehen. Ja, also jetzt bei dem Damage, den er jetzt austrägt hier oder ausdüttelt, da würde ich auch gerne mal ein bisschen was sehen. Wo zur Hölle? Ach, hier unten, warte, wir müssen unten lang. Was? Ich glaube, wir müssen unten lang. Aber hier oben geht's ja nicht weiter. Aber kamen wir unten überhaupt weiter? Ich glaube, wenn wir jetzt links gehen, irgendwie ging ein Gang lang. Nein. Interessant. Ja, ich befürchte, ich stimme nicht. Messer mal gleich in Arsch jagen, Alter. Schön. So, und das würde dich natürlich überraschen, weil hier ist auf jeden Fall die Shotgun richtig effektiv gegen die. Aber, Alter, ein Schuss. Ein Schuss mit der Red 9. Das ist doch geil. Muss vor Freude den Schlüpper wechseln. So, wenn ich jetzt noch treffen würde, werdet ihr fast nichts mehr aushalten. So, warum ist der zu? Kann man den hier einfach anders hin? Oh, so, ich kann hier rüberhüpfen. So, ihr kommt mal rüber, damit ich mich treffen kann. Oha. Kommt mal mit. Weil ihr lasst bestimmt ein paar schöne Sachen fallen. Jawohl. Und? Das ist schon geil, Alter. Das ist schon... Oha. Schießpulver mal 3. 5 Pistolenmunition. Ich find's unverhältnismäßig. Das ist zu wenig. Also du brauchst ja mittlerweile doch nur noch einen Schuss. Ja, naja, momentan gerade. Ja, aber du kriegst dafür plus 4. Naja, ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt von jedem 5 Schuss kriege. Das stimmt auch wieder. So, wahrscheinlich setzt da eher drauf irgendwie, dass du dir mehr Sachen baust oder so. Ja, aber wir haben ja im Koffer extra das Ding dran, dass wir ja mehr Pistolensachen finden als mehr Munition. Jeton.
Haben wir noch was? Chroniken der Arbeit 1. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabener Herr und Gebieter, hat mir die wahrlich rechtschaffene Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unseren gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde diese Sache bereitwillig mein Leben widmen. Januar, 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Januar, 6 Jahre nach meiner Erwachen. Ich habe die heilige Larve, die die Auserwählte in ihrem Gebärmuttern tragen, nach mir benannt. U2. Oh, toller Name. Sie sollen das Aussehen meines Familiennamens tragen, ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Die U2 haben nun in etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Mein Herr hat meine Bemühung gewürdigt und mir sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an dem U2 gefunden und nennt sie Novistadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit Lord Sadler höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre. Ich kann durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener Isidro Urarte Taravera. Das ist aber ein Name, Alter. Das ist aber ein Name. Wirklich schön. So, bin fix Abendessen mit Opi. Schön. Schöne Grüße an Opi. Lasst euch schmecken. So, jetzt ist da oben noch ein Nest. Kann ich da drunter schießen? Kannst du doch bestimmt, oder? Ja. Braune Tühnerei. Okay. Schön. Naja, why not? Oha. Oha, okay. Okay. Schießpulver. Handgranate. Das ist eigentlich immer keine gute Ausgangsposition, irgendwie, wenn ihr jetzt hier so mit Munition ausgestattet wurdest, so mit schwerer Munition. Was ist das? Ehrlich, Ramon, mal über den Kammerjäger nachgedacht? Also die Red 9 ist mein allerbester Freund. Mein allerbester Freund. Der ganzen großen, weiten Welt. Ich verstehe gar nicht, warum. Sind die jetzt nochmal aufgestanden, oder? Das Problem an der Sache ist, die heißen ja nicht umsonst die Ungesehenen, denn sie haben eine ganz, ganz fantastische Fähigkeit. Sie können sich unsichtbar machen. Wie der Predator. Na siehst du, sind noch nicht tot. 2 Schuss. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest jetzt nicht das Upgrade, wie viel Schuss. Ja, am Arsch, da weg, am Arsch, Alter. Hätte ich's ausdiskutieren können mit den Pennern. Oh, da hinten kommt noch einer. Oh. Scheiße, vor mir. Ist hinter mir. Bitte. Ich weiß, ach so. Ups. Ins Loch gefallen. Der Thronsaal. Hier lang? Oh, wo war denn hier? Komm ich hier irgendwie? Wo komm ich denn da hin? Ist doch da drüben lang. Eine Truhe, die können wir uns nicht entgehen lassen.
Gewehrmunition, sehr schön. Grünes Kraut. Der sich verpuppt. Was zur Hölle? Das Schlimme ist, du hörst hier noch überall so rumglitschen, nitschen. Das ist ekelhaft. Handgranate. So, irgendwie... Warte mal, hier war doch auch schon wieder eine Lampe oder irgendwas. Höre sie doch. So, mal eine Frage an den Chat. Wie sieht's denn aus? Irgendwie zeigt euch das Game immer noch an? Oder sagt er so, ja, ist eigentlich jetzt dem Hype nicht gerecht? Würde mich mal interessieren. Wie seht ihr es denn? Okay, wo ist denn? Ich höre die Lampe, aber ich sehe sie nicht. Das Einzige, was mir vorhin aufgefallen ist, war irgendwas Rotes. Obwohl, nee, das ist aber gar nicht in die Richtung. Siehst du irgendwo die Lampe, Benny? Nee. Stell noch nicht. Sie muss ja aber irgendwo sein. Da kann ich gar lange suchen da draußen. So, okay, jetzt hier nochmal einmal vorbei und dann müssten wir hier irgendwo zur Truhe kommen, da hinten. So, der Plan. War da nicht auch sogar ein Händler in der Ecke? Hier flattert noch irgendwas. Okay. Scheiße. Mach hinne! So, ich bin ja wirklich dankbar, dass ich jetzt nicht noch irgendwie Damage durch die Explosion von den Viechern kriege. Ein Schmuckkäfer. Na, wie passend. Schön. Schön. So, da hinten ist der Händler. He's the dialer. Ah, hier ist zu. Okay, wir müssen anscheinend wirklich erst in den Thronraum. Ich hab schon wieder so wenig Munition. Ich hab schon wieder so wenig Munition, Benny. Ja, das wird. Das geht schon. Ich denke nicht. Du kannst ja auch noch was herstellen, oder nicht? Guck mal, das war 19 Schießpulver. Die Frage ist: Habe ich hier noch Rohstoffe? Ja, so, okay. Na dann. Ne? Ne? Moment, hier bin ich doch von hier, bin ich doch gekommen. So, ich bin oben drin, ne? Genau. So, achso, das ist die falsche Tür gewesen. Okay, kann man machen. Oh je. Ach, hier kommen sie gar nicht drin. Hier komme ich nicht durch. So, was ist mit der Tür? Die war zu, ne? Genau, hier war der Händler durchzusehen. Hier geht noch eine Treppe hoch, eine Leiter, meine ich. Probieren wir nochmal hochzukommen, aber... Das ist nochmal so ein Separé. Schön elegant rübergesprungen so. So, hinten rum. So. Melli, ich find's gut. 2,50, ich bin auch mal essen.
Okay, dadurch öffnet sich dieses Tor. Und wir brauchen noch einen zweiten Hebel auf jeden Fall. Und der ist doch bestimmt auf der anderen Seite. Ja, hundertprozentig. Pulver. So, dann müssten wir wahrscheinlich dort drüben hoch. Oder hier hoch und dann da drüben hin. Da ist der Schalter. Hier ist auch noch eine schöne Kiste. Hallo, Kiste. Ja. Tot? Ah, von hinten, ey. Was haben wir denn da? Danke, Martin. Oder Couch-Kommando für den Raid. Martin! Du geiler Typ! Willkommen, Raiders! Ja, wir spielen immer noch so ein bisschen Resident Evil 4 Remake. Grüßt euch! Willkommen bei Benny und Steve! Mein Name ist Steve und wir sind gerade mitten im Shit hier. Aus dem Off hört ihr Benny, meine Wenigkeit ist Steve. Und schön, dass ihr da seid. Schön, dass Martin euch rübergeschickt hat. Fiesewicht, hey. Fiesewicht ist wieder mit dabei. Das ist der Mann mit den geilen Emotes, Alter. Findet ja den Arm immer so cool. Und war schön, was hat Martin gemacht? Haben sie It Takes Two gespielt? So, und springen wir mal runter und willkommen im Thronsaal. Ich habe starke Befürchtung, dass das jetzt richtig übel wird.